Aufregung für die Ein- und Zweijährigen, weil sie auf den Transporter sollen. So etwas ist in den vergangenen 10 Jahren noch nie passiert. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Ohne ernsthafte Blessuren geht es jetzt auf die Insel, die 20 Kilometer entfernt ist. Zusammen mit den Kühen und Kälbern halten die Kaltblüter auf der Insel die Wiesen kurz. Das ist für die verschiedenen Vogelarten wichtig, damit sie im nächsten Frühjahr wieder ungestört brüten können. Hey, pass auf da! Und wieder Aufregung. Die Einjährigen gehen zum ersten Mal auf die Warteäu. Sie kennen noch nicht den Sprung ins Wasser und den Weg dorthin. Die Zweijährigen dagegen sind souverän. Und der, der den Überschlag gemacht hat, bewegt sich, als wenn nichts gewesen wäre. Guck dir das mal. Deshalb wollte ich sie bremsen dahin. Da läuft der Moorgraben raus. Scheel ist besorgt, die Einjährigen hängen im Schlamm fest, ertrinken fast. Hey! Hey! Wo sind die im Schirmbereich? Hey, so ist gut, beide links, beide links! Hey! Du komm da ein bisschen dichter! Komm, komm, komm! Jetzt haben wir es geschafft. Ein Glück. Jetzt können wir los. Ganz allein bleiben sie nicht. Alle 2 Wochen wird Scheel nach ihnen schauen. Erst im Oktober kommen die Pferde zurück, 50 Kilo schwerer bei dem guten Futter, das sie hier finden.